Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Ja, im letzten Part haben wir das Team Plasma versteckt, aufgemöbelt und das Finstrio am Ende des letzten Parts besiegt. Und Matisse hat sein Filiu, beziehungsweise wir hatten es schon vermutet, es hat sich zu Cleoparda weiterentwickelt. Und jetzt müssen wir Kyurem retten. So. Ah, verdammt, wir haben gar keine Dings, ne? Oh, hallo Pipi! Ah, die Riesengrotte. An diesem besonderen Ort entfalten Kyurems schier grenzenlose Kräfte ihren zerstörerische Macht wie nirgendwo sonst. Hier wird es ihm ein leichtes sein, ein Alp bis auf den letzten Grashalm in ewiges Eis zu hüllen und sämtliches Leben zum Erliegen zu bringen. Komm her zu mir, Kyurem! Eine schmackvolle Erinnerung verfolgt mich und lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Und dieser hochmütige Ausdruck in deinen Augen ist wie Salz in meiner Wunde. Dennoch Ehre, wem Ehre gebührt, dafür, dass du es bis hierher geschafft hast, steht dir ein anerkennendes Geschenk zu. Ich werde dich zu Eis gefrieren, auf dass du kühlen Kopfes einer als letzten Stündlein beiwohnen kannst. Kyurem, los, setze Eiszeit ein. Reshiram, Kreuzflamme. Ach, wen haben wir denn hier? Ein Scheusal in Menschengestalt, ohne einen Funken Menschlichkeit im Leibe. N wahrscheinlich, ja? Sei mir gegrüßt, N. Reshiram hat mir berichtet, dass Kyurem unerträglichen Qualen erleidet. Ich kann einfach nicht tatenlos zusehen, wie selbstsüchtige Menschen Pokémon eigennützig ausbeuten. Und außerdem liegt mir das Schicksal Einals am Herzen, denn dieser Ort war es, der mich lehrte, ein Mensch zu sein. Dieser Ort ließ mich in die Eintracht erkennen, die aus dem friedvollen Nebeneinander von Menschen und Pokémon erwächst. Oh, schöne Melodie. Alle Pokémon und Menschen zu beschützen, die diesen wundervollen Ort ihr Zuhause nennen, ist meine Pflicht. Alle Achtung, in dir lodert ja doch das Feuer der Leidenschaft und Entschlossenheit. Also war die noble Erziehung, die ich dir einzig zum dem Zwecke hab angedeihen lassen, dass du eines Tages den Thron besteigen möchtest, vielleicht doch keine vergebene Lebensmühe, Liebesmühe. Und doch ist mein Herz voll Bitterkeit und Gram und hält die Erinnerung daran wach, wie du mich hintergangen und meine Pläne durchkreuzt hast. Und das nach allem, was ich für dich getan habe. Dennoch war ich es nicht, der dich im Wald aufgelesen hat, wo du mit wilden Pokémon gehaust hattest. War ich es nicht, der dir Obdach, Erziehung und Führung zugeteilt werden ließ.
Es hätte mir zugestanden, mich dank deiner Kräfte zum Herrscher der Einer-Region aufzuschwingen. Meiner schier endlosen Gutherzigkeit möchte ich dir jedoch auch diesen Verrat verzeihen. Schließlich warst du gütig genug, Reshiram zu mir zu führen. Und diesem Pokémon ist es nun einmal möglich, auch die dickste Eisschicht zum Bersten zu bringen. Mir bleibt somit die Mühe erspart, mich selbst auf die Suche nach ihm zu begeben. Andererseits muss ich dir gestehen, dass ich keinen Augenblick daran gezweifelt habe, dass du hier erscheinen würdest, sobald du die Veränderung bemerkt hättest, die unser eisiger Angriff auf Finbreak City hervorgerufen hatte. Dein eiskaltes mathematisches Kalkül widert mich zutiefst an. Damit kommst du nicht durch, hörst du? Was scheren mich deine Befindlichkeiten? Der Kraft dieses DNS-Kals hast du ohnehin nichts entgegenzusetzen. Absorbiert er jetzt das Pokémon? Ich vermute mal, ne? Reshiram! Kyurem, absorbiere Reshiram! Los, Absorptionsfusion! Oh Gott, armes Reshiram. Fehlt nur noch C-Krumm. Ja. Stimmt, Kyurem hat er ja auch zwei verschiedene Dings, ne? Formen. Drei eigentlich. Wenn man die normale Form mitzählt. Eine Fusion zweier Pokémon? Aber das kommt ja der Quadratur des Kreises gleich. Du Narr, damals war es mein Anliegen, dich zu meinem willenlosen Werkzeug zu machen. Und so, dass Tube Gemüt des einfachen Volkes derart zu täuschen, dass es sich bereitwillig unter mein Joch fügen würde. Doch leider wurde mein vortrefflicher Plan ja zunichte gemacht. Doch was soll mich vergebens noch krämen? Mithilfe der unbändigen Kraft, die mir dieses Mal gehorcht, werde ich mir einmal mit Gewalt untertanen machen. Begreifst du jetzt die Tragweite deines Entschlusses, mir damals nicht Gefolgschaft geleistet zu haben? Wärst du über deinen Schatten gesprungen und hättest dich zum König krönen lassen, wäre Einal von Zerstörung verschont geblieben. Aber es hat halt nicht sein sollen. Wohlan, junger Trainer, dieses Mal wird dir allerdings niemand zu Hilfe eilen. Um die Angelegenheiten jedoch etwas zu spannender zu gestalten, würde ich zu gerne mit ansehen, wie du es wohl angestellt hast, dieses Kyurem aufzuhalten. Nanu, weshalb zittert denn deine Pokébälle so? Oh, ob das wohl deine Pokémon sind, die darin vor Zorn beben? Ach Unfug, was rede ich denn da überhaupt? Seelenlose Werkzeuge ist weder zu eigenständigen
Gedenkengängen noch zu leidenschaftlichen Gefühlsausbrüchen in der Lage. Los, nun stell dich Kyram endlich entgegen. Ach, nur damit du es weißt, fangen kannst du Kyram übrigens nicht, denn die Störenwelle, die mein Stab aussendet, haben sämtliche Funktionen deiner Pokebälle lahmgelegt. Hallo Kyram. Also ich muss es besiegen, ist klar. Level 70? Gott. 55. Boah, wir haben gar keinen Surfer mehr. Aquavelle! Ich hoffe, er setzt keine Hypertrank oder so ein oder Top-Genesung. Ah, Feuer oder Mist, nicht chillen. Geht doch. Aber es müsste den Eistypen haben, ne? Aber ich kann sogar fliehen. Ich werde mal zumindest versuchen, einen Pokéball zu werfen. Ja, nee, alles gut, geht nicht. Das heißt, wir müssen es besiegen. Flammenblitz. Jawohl. Kyurem und Reshiram haben sich getrennt. Schreck, lass nach, ich kann es kaum fassen. Das weiß ich, Kyurem, meine einzigartige Schöpfung. Alles war vergebens. Jetzt muss ich Kyurem vom Neuen fangen. Hey, du niederträchtige Kanaille. Dieses Mal bist du einen Schritt zu weit gegangen. Dieses Mal werde ich Erfolg haben, selbst wenn ich mir dabei die Hände schmutzig machen muss. Niemand wird mich aufhalten können. Ah, jetzt muss ich auch noch gegen Dings kämpfen. Alles klar. Was geht denn ab? Natürlich hat er 6 Pokémon. Könnte ein bisschen schwer werden. Level 50. Da sind meine Pokémon wieder fit. Oh, warum auch immer, sind wieder fit. Keine Ahnung, wie sie geheilt wurden, aber gut. Überreste, oder? Ja. Das hätte ich in meine Strategie bereits mit eingerechnet. Und aber die Melodie gefällt mir. So unheilvoll. Aber ist doch die gleiche wie in Schwarz und Weiß 1, ne? Als wir gegen ihn kämpfen. Da hat er auch, glaube ich, seine eigene Signature-Melodie gehabt. Ein Zapplerer. Flampivian. Flammenblitz. Hm.
Ranawatz muss Admurai übernehmen. Vergeltung. Nice. Pion Draghi. Sein Signature müsste aber die Weiterentwicklung von dieses dreiköpfige Drachenvieh sein. Zumindest war es damals so. Das ist ein Crit? Nein. Trikifalo. Ja, genau. Das ist sein Signature. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung. Ne? Ja. Drachenstoß hat dann anscheinend zwar eine gute Stärke, aber nicht so eine gute Treffergenauigkeit, so wie Donner oder so vielleicht, oder Blizzard. Also beim Crit sind wir weg. Und sonst sollten wir eigentlich eintanken. Natürlich ist es ein Crit. Oh, doch, stimmt, der Rückstoß. Los, Lampavian. Das gibt's doch nicht. Mein Plan, meine Ambitionen, alles dahin. Kann es denn wirklich so sein? Nein, niemals. Wie kann ich gegen einen unbekannten Trainer verlieren? Einen niemand. Ich hoffe, er wird jetzt mal festgenommen, so wie die anderen Weisen. Wie um alles in der Welt. Ich bin der unbestrittene und allmächtige Gründer von Team Plasma. Ich bin der unbezwingbare Herrscher, in dessen Macht es liegt, die Geschicke der Welt zu verändern. Und dennoch habe ich gegen einen dahergelaufenen Trainer verloren und das bereits zum zweiten Mal. Wie ist das nur möglich? Es will mir einfach nicht in den Kopf gehen. Wie konnte ich nur gegen einen solch minder bemittelten Tölpel verlieren, die nicht einmal imstande ist, Pokémon als das anzusehen, was sie in Wahrheit sind, nämlich willenlose Werkzeuge.
Oh, Epikmelodie. Dieses Wort kommt mir nur schwer über die Lippen. Aber, Vater, sie ist doch ein... Was, du siehst sie immer noch als Vater. Pokémon mitnichten Willen und seelenlose Werkzeuge zur Umsetzung deiner wahnwitzigen Pläne zu erlangen, der Weltherrschaft. Bei den Pokémon handelt es sich nämlich um unsere treuen Partner, an deren Seite es uns möglich ist, über uns selbst hinauszuwachsen. Einige Menschen haben dies begriffen, warum bloß du nicht? Sei still und hüte deine gespaltene Zunge, du falsche Schlange! Du wagst es, dich hier aufzuführen, als wärst du ein Mensch aus Blut und Fleisch. Erspar mir diese jämmerliche Schauspiel, du Scheusal in Menschengestalt, welches die Sprache der Pokémon beherrscht. Du bist kein Mensch, denn Menschen können nicht mit Pokémon sprechen. Meister Gekas hat seinen klaren Verstand verloren. Nun ist es an uns. Nun, ohne meinen Vater an seiner Spitze ist es um Team Plasma wohl schlecht bestellt. Auf Wiedersehen. Im Namen aller möchte ich dir meinen Dank aussprechen. Kyurem ist wohl auf. Es hat sehr viel Kraft verloren, doch es wird hierher zurückkehren. Reshiram dankt dir aufrichtig. Oh, danke dir, Reshiram. Und ja, ich kann in der Tat mit Pokémon sprechen. Ja, in der ersten Gen, also in Pokémon Weiß und Schwarz 1, hat er nur gesagt, dass er mit bestimmten Pokémon nur sprechen kann. Und manchmal hat er gesagt, dass er sich das nur einbildet, eventuell. Da weiß ich nicht sicher. 2 Jahre sind nun vergangen, seit mir Lauro und ein gewisser Trainer etwas Hilfreiches mit auf den Weg gaben. Je mehr Menschen man begegnet, desto mehr unterschiedliche Meinungen hört man. Die eigenen Auseinandersetzungen mit verschiedenen Ansichten ruft gleichsam eine Kettenreaktion hervor, die in meinem Falle dazu geführt hat, dass sich mein Horizont erweitert hat. An der Seite unseres treuen Pokémon bestreiten wir Menschen den Pfad des Lebens, der uns zu neuen Horizonten führt, während es den Pokémon in unserer Gesellschaft möglich ist, ihre ureigenen Kräfte wahrhaftig zur Geltung zu bringen. Das ist die Wirklichkeit für uns Menschen und die Pokémon, die Reshiram mit mir auf den Weg gegeben hat. Der Tag wird kommen, an welchem Wunsch und Wirklichkeit eins und Menschen wie Pokémon ein für alle Mal von Pokémon befreit sind. Und du, was wollen du und dein Pokémon-Team? Begib dich geradeaus zur Pokémon-Liga, um deine Wirklichkeit dort einer Prüfung zu unterziehen. Auf Wiedersehen, N. Reshiram, tschüss. Die Plasma-Fregatte hat sich in Luft aufgelöst. Ist der Spuk vorbei? Ja. Verstehe. Das war's dann also wirklich. Aber sei es drum, die Hauptsache ist doch, dass ihr Kyurem aus den Fängen von Team Plasma gerettet habt. Vor dir muss ich mir echt den Hut ziehen. Ich werde meine Schwester dann mal ihr Filio zurückgeben. Ich bekomme es zwar immer noch nicht aus seinem Pokéball heraus, aber egal. Und was hast du vor? Er hat dir gesagt, du solltest dich der Pokémon-Liga aufmachen? Das ist keine schlechte Idee. Immerhin bist du ja der stärkste Trainer in ganz Einall. Gehe hinaus und stelle deine Stärke unter Beweis. Erinnerst du dich, wo wir uns zum ersten Mal in der Riesengrotte begegnet sind? Folge von dort aus einfach den Weg, bis du auf Route 23 gelangst, an deren Ende sich die Siegestraße, und im Anschluss daran die Pokémon-Liga befindet. Oh, cool. Oder aber auch Zeit. Das war's mit Team Plasma. Ich habe das Gefühl, wir haben trotzdem Fliegen irgendwo vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Oh, ihr seid wohl auf. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Team Plasma-Schiff entstieg ein Mann, der seiner Kleidung nach zu urteilen ein Wissenschaftler gewesen sein dürfte. Er sagte mir, dass ein Trainer ihm die Antwort auf seine Fragen gegeben habe und er als Zeichen seiner Dankbarkeit Team Plasma auflösen und fortan an der Seite seiner Pokémon auf dem Pfad der Tugend wandeln wolle. Kaum hatte er jene Worte ausgesprochen, war er auch schon wieder verschwunden. Nun, zumindest scheint somit doch noch alles ein gutes Ende genommen zu haben. Denn schließlich konnten wir sogar Gewissheit erlangen, dass das Ende gut geht. Toll, wie komme ich jetzt aber weiter? Ja.
Ah, hier geht's weiter. Okay. So, 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 so. Es muss irgendwo nach links gehen, ne? Das ist ja hier die Riesengrotte. Schauen wir einfach mal auf der Karte nach, würde ich sagen. Genau, nach links. Obwohl er irgendwas von Route 4 ausgesagt hat. Nee, aber wir sind hier schon richtig. Hier ist nämlich die Brücke, hier oben ist die Siegelstraße und da ist die Brückenliga. Das heißt, wir müssen links irgendwo lang. Warte, da war die Riesengrotte. Das heißt, wir müssen hier lang. Irgendwo nach links. Riesengrotte, so mal. Route 13. Ah, da kommen wir nach da. Da will ich aber nicht lang. Wir müssen, ich bin der Meinung, dass wir bei der Riesengrotte hin müssen. Und dann irgendwo nach links. Macht ja auch Sinn. Ja, da sind wir. Oh, ein Pokéball, den holen wir uns aber schnell. Herzschuppe, okay. Ja, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Im nächsten Part machen wir uns auf den Weg zur Siegestraße. Bis dann.